Hallo YouTube, ich bin's euer Odo. Und wir sind zurück zu unserer nächsten Folge von Pathfinder Kingmaker. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich das gemacht hätte in meiner letzten Partie, aber was soll's. Wir haben Tatucho besiegt in der letzten Folge und wir haben die Mites als Verbündete gewonnen. Interessant, wo geht's da hin? Nicht den Plastik. Eines Schimmers. Finde ich gut. Fallen. Danke, dass du es noch rechtzeitig gefunden hast. Echt jetzt? Was hast du geschafft? Check Result 16. Naja, klar. Wir müssen nur einen 18er schaffen. Komm schon, du schaffst das. Echt jetzt? Schon wieder? Jetzt hast du einen 3er gewürfelt, ein 2er und einen 3er. Immerhin waren sie so knapp daneben. Dass es nicht losgegangen ist. Okay, warte mal. Was? Big Boy Cheetos sind stark zusammen. Nur zusammen. Oh Gott. Na, okay. Nein! Ach Gott. Verdientermaßen kriegt sie das ab. Nicht über Fallen rennen. Was ist das? Ein Kobold Gatekeeper. Ah, das ist der andere Eingang, nehme ich mal an. Ich schau was an. So, du heilst mal alle. Nachdem sie dummerweise da reingerannt sind. Nein, stopp! Ach Gott. Die Steuerung ist ein bisschen arg. So, jetzt kann man angreifen. Stopp! Ach Gott. Ja, jetzt könnt ihr das auch angreifen, wenn ihr unbedingt wollt. So, du machst mal das auf sie. Na, sei ja was, wir machen Schaden. So, hast du noch ein paar Heilzauber? Nö. Wir plündern wieder alles, was man hier finden kann. Gehen weiter. Hallo? Wir gehen alle weiter. These wooden structures are a few centuries old, some even older. But they've withstood the ravages of time. Naja. Da ist ein Ausgang. Habe mir fast gedacht, nachdem hier ein Gatekeeper war. Ja, nimm das auch alles mit. Und leave. Kann man da jetzt raus, nehme ich mal an, oder? What a sorry spectacle. Huch. The treacherous servant of a treacherous king, who in his turn is mere servant to even greater powers.
He impersonates a lesser creature and dies. Ja. A good joke is a powerful weapon. A bad one can seal the Joker's fate. So be it. Rise, my unfortunate jester. Your performance is not over yet. Echt jetzt? Ich muss auch mal gegen ihn kämpfen. Stimmt, ich kann mich erinnern. Ich habe zweimal gegen ihn kämpfen müssen. Das hättest du mir nicht zeigen müssen, Spiel. Achso. Okay. Ist das denn der von Roland, oder? Oh mein Gott. Mhm. So, wo sind wir da rausgekommen? Was? Ja, das ist absolut unfassbar. Diese Leute haben nichts Besseres zu tun, scheint's. Okay, da geht's raus aus dieser Karte. Endlich haben wir es geschafft. Dungeon hinter uns gelassen. Alles zerstört, was zerstört werden konnte. Kann man einfach so rübergehen da? Nein, ich nenne sie sicher nicht Big Cheetos. Was soll das überhaupt sein? Irgendwas zum Essen? Hm. Okay. Hallo? Wieso sehe ich das Ding nicht da unten? Yay! Auf zu Oleg. Wir haben einen großen Teil hinter uns gebracht. Wir haben Tatucho besiegt. Wir haben die Maiza als Verbündete gekriegt. Eigentlich schon fast gut, was wir getan haben. Lauter komische Sachen, die das sind, die könnten wir uns alle anschauen. Wollen wir das? Wir könnten auf dem Weg nach oben da zum Beispiel oder da zum Beispiel vorbeischauen. Meistens sind diese Dinger da. Okay, wir können nicht automatisch gehen. Nicht so interessant. Das sind irgendwie nur kleine Sachen, wo man irgendwelche Monster besiegen kann. Manchmal findet man aber auch ganz lustige Sachen drinnen. Wir mögen das Spiel und ihren Gameplay, es tut uns leid. Echt jetzt? das ist fast nicht glaubbar. Also, das Spiel, dass man es mag, schon, aber meinen Gameplay. ich bin langsam und. Oh Gott, was ist das? Das ist ein Large Water Elemental. Aber es ist nur ein Level 2 Outsider, das heißt, es hält nicht allzu viel aus. Es bringt nur 18 XP, hat 21 Hitpoints. Für das, dass es so gewalttätig ausschaut, ist es ziemlich schwach. Na dann. Ah, wobei andererseits, ich bin auch nicht besonders gut mehr drauf. Das war's. Hm, wow. 18 Erfahrungspunkte, na immerhin. Und das hat nicht einmal einen Schatz dabei gehabt. Schade eigentlich. Geht's da weiter? Ah, aber da gibt's einen Schatz. Ein toter Mann.
Er hatte nicht wirklich was dabei. Noch irgendwas? Hier nicht. Wie schon gesagt, also diese Sachen sind alle sehr klein. Die meisten von diesen zufällig gefundenen Dingen. Und bringen nicht allzu viel. Oh mein Gott. Ich soll einen YouTube-Kanal verlinken. Ja, kann ich vielleicht machen. Wenn ich herausfinde, wie es geht, mache ich nachher. Das schreibt man, glaube ich, unten rein, nehme ich mal an. Das sollte ich irgendwie hinkriegen. Für heute werde ich eh nicht mehr lange aufnehmen. Ich bin nämlich müde. Und ich glaube, wir haben den Task für heute. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe gerade darauf geantwortet. Ja. Hörst du mir nicht zu, Kind? Ja. Wieso schaust du das überhaupt an, Kind? So, wir fahren mal dorthin. Wir schauen uns noch dieses kleine Dings da auch an. Dann fahren wir... Okay, vielleicht gehen wir, machen wir zuerst eine Rast. Was? Was hat jemand getan? Um Gottes Willen. Was? Ja, meine Fans sind seltsam. Die meisten von meinen Fans sind irgendwelche komischen Schüler, die nichts Besseres zu tun haben, als mir zuzuschauen. Ach Gott. Es ist vielleicht doch nicht für alle. Was? Ja. Ich spiele nicht mehr lange heute. Ich bin etwas müde. Heute war ein ziemlich langer und unangenehmer Tag. Also unangenehm war er nicht, er war eh lustig, aber halt anstrengend. Wieso seid ihr alle sehr traurig? Ladet euch das Spiel runter und spielt es selber. Was? Oh nein, noch so eine Geschichte. Das ist so viel Text zum Lesen. We walked across the heath, also die Heide, for a long time, yet no sight sprang up before our eyes. By turns we discovered a verdant lowland with several nearabout springs streaming down behind another hillside, and then in the distance, in the center of the lowland among the bush, there stood a single dry tree, a true giant. Its magnificent outline resembled an animal's paw, clawing at the sky. But what was truly remarkable, the flat landscape was dotted by mysterious dark humps. They were piled about the height of a man and scattered around in abundance. Also ein Gräberfeld, würde ich mal fast sagen. Ja? Sehen Sie das? Kinders, lasst's das. Das gibt's ja wohl nicht. Ich drehe den Chat ab, wenn ihr euch so dumm benehmt. Ja, mit einem Löffel. Das ist gut, das tut mir weh. Das stimmt. Das kommt aus Robin Hood, König der Diebe. We determined that we should explore the lowland. We had more important things to attend, so we turned. Naja, wir exploren's. Das wird irgendwann mal mein Reich. Das müssen wir genauer kennenlernen. The further we tracked, the softer the land became. Step by step, heath grass gave way to moss, low-growing shrubs and ferns, and then sloshy puddles of stinky swamp water. Yay! Sumpf. Wir können alle zu Kohle werden. The muddy ground sucked at our feet, and soon our party was jumping from hassock to hassock. Finally we reached the first group of mysterious humps and learned they were no mere hills, but dugout dwellings. Hey, da wohnt jemand. We moved with great care towards the center of the lowland
and there the real swamp began. On the way toward the mysterious giant tree, we saw the foggy outline of another hut, this one much bigger and surrounded by small clay statues. We examined the surrounding dwellings. We would not retreat and move ever for... Wir schauen uns mal die dwellings an. Inside the dugouts were frowsy and dark... Was? Dugout, ja. Darker than holes and filled with absolute desolation. There were no windows in these mud walls, no furniture or other homely items except for the odd piece of tattered wicker. But every dwelling had a large hollow dug right in the center of the dirt floor, like a fire pit, but taking up the greater part of the space. They were filled with standing water and reeked beyond description. Offensichtlich ist es verlassen. Moved with great care toward the center of the lowland and there... Ja, klar. We would not retreat and moved ever forward. We deemed it better that we stop struggling... Ja, klar, better. Wenn wir schon hier sind, sind wir hier. We walked slowly, carefully, choosing our way, keeping to drier ground as much as possible. Ugh. Ich werde euch benehmen, das kann ich mir kaum vorstellen. Suddenly Mufasa staggered, spit out an oath and flailed her arms. She'd made a wrong step and, unable to pull out her feet, she called out loudly and began to sink into the wild green slush. We hurried to rescue, sensing that time was short. Order, worry of another of us getting... nein, wir sind lawful evil. Wir schicken die anderen auch ins... in die Matschepampe. It has often been said that a fool in haste takes the slowest path. In the commotion, one of us slipped and went under the wild water and another tripped against him, then grabbed the third as not to fall, and das ist ein Slapstick-Film, keine RPG-Geschichte. So, gut, aber sie hat einen viel besseren Fortitude-Save als ich vorhin in Athletics, das heißt, es geht vielleicht besser. Failed, das ist ja schön. Finally, we'd managed to get back on solid ground, but not before each of us had swallowed some of the disgusting swamp water. Blach. The insatiable bog gurgled hungrily after us. Wir sind jetzt sicher krank geworden oder so irgendwas. Sodden and weary, we finally made it back to solid ground and the palace of sorts rose before our eyes. A spacious hut made of mud like the rest, but decorated with pebbles, bones, cattail spikes and snail shells. Yay, eine Hexenhütte. In front of the palace was a wide and shallow reservoir. Its green water reflected the leaves of huge ferns and primitive clay figurines. The buzzing of gnats was nearly deafening. We were not far to the center of the swamp. Jetzt hat euch ja auch jemand das vorgelesen für heute Abend. Das ist eh gut, dann könnt ihr besser schlafen. Außer wir werden jetzt sterben. At its end, the tall dry tree stretched mightily upwards, clawing at the firmament. Knowledge World 17. Puh, wir haben nur ein plus 9, das ist schlecht. Naja, gut. Ah, das haben wir geschafft, ist eh klar. Das Rausziehen aus dem Wasser haben wir nicht geschafft. Goggle Eyes, Flatheads with no necks. Was? Auf welcher Plattform ich spiele? Das Spiel habe ich auf Steam gekauft, wenn du das wissen willst. These sculptures could only be the work of boggarts. Primitive cruel boggart tribes had inhabited the swamps of Garund and Avistan. Da kann man dann noch zusätzliche Informationen holen, aber ich glaube, das lassen wir jetzt. Since the olden days, pitiless to others and to each other, they were led by the darker instincts of the insane priest kings. They are known to grow young fry in the pools inside the houses. Hm.
kochen ihre Jungen da drinnen. Finde ich gut. Wie Pekin's Seite hat. Weil wir ja nicht so sind. The palace was twice the height of other huts, and its entrance was wide enough that three could walk abreast. The walls were decorated, an unknown builder had scratched drawings in the clay while it was still wet. The faded scroll depicted huge amphibians devouring smaller figures. Some frog-headed, others not. Three of the four rooms boasted large holes filled with water, just like the other dwellings, though here there were steps descending into them, cut into the dirt. In the furthest room we found equipment decorating the walls. Leather armor, spears, clubs. To our surprise, a number of items were well preserved. The hut was clearly deserted, so we felt no shame in taking some of it with us. Super. Wir plündern. We moved forward, seeing we'd drawn so near our goal. Na klar. Nur weiter. Ach. Immerhin wollen wir ja wissen, was in unserem zukünftigen Reich alles so vor sich geht. Was ist das wichtig? Amiri, who was watching our rear, pointed to a searching crawling wall of green filling in the path behind us. The surrounding thicket was coming to life. Its branches reached out with a soft swishing sound. Drops of sap oozed from their thorns, gleaming in the emerald dusk. Path was disappearing. There was no way back and the clear space ahead was closing. Okay. Wir können Mobility machen, also schnell sein. Da haben wir ein plus 8. Oder Strength. Da haben wir ein plus 5. Das heißt, da müsste man einen 10er würfeln und dann einen 8er. Ich glaube, das wird ein Mobility-Check. Succeeded! Yay! As an experienced traveler can tell you, sometimes you walk and sometimes you run. The branches snatched at our backpacks and clothes and the sprouts tangled at our feet. But we slipped their grasp. We were too quick. Ha! Nichts hält uns auf. Hey, wir sind beim Baum. Endlich, finally. After what seemed an endless trek, we came upon the gigantic dry tree that had so intrigued us from the beginning. Lo and behold, we saw an idol cut in its trunk. A huge horned three-eyed toad. Das ist, würde ich mal sagen, der Gott von den Borgings. Its googly eyes made it look both cruel and dumb. Almost idiotic. Oh, wie schon gesagt, ich bin müde. Its muscle hung half open, sharp-toothed with several hanging tongues. Deep brown streaks oozed from the corners of its mouth. So, Lore Religion. Machen wir zuerst ein Lore Religion. Erstens gibt es XP, wenn wir es schaffen. Außerdem haben wir ein plus 10. Und es schadet nicht, wenn wir mehr wissen. Was? Echt jetzt? Okay, wir können Lawful Good oder Chaotic Evil oder Neutral machen. Tatsächlich ist alles gleich weit von unserer Dings entfernt. Sadly, we failed to glean whom the idol was devoted to, but it was surely not one of the lighter gods. But what's this? While we were examining the idol, a large bright blue dragonfly came out of a hollow in the tree and sat invitingly on the very tip of one of our noses. A dragonfly, eine Libelle, oder? It was so remarkably strange, it didn't react to our movements and seemed quite content to remain where it sat. So, es gibt Möglichkeit. Lawful good. The idol reeked of evil, to say the least. We are certain we must destroy it. Chaotic evil, fortitude 18. Suddenly Mufasa grabbed the dragonfly and held it in front of her mouth. Oh god, did she just decide to eat it? Neutral. We thought better of interfering with the sinister idol and continued our journey. Ah, gut. Sollen wir die Libelle essen, Kind? Sollen wir die Libelle essen? Ja, aber ich habe nicht so viel Zeit, um alles zu spielen, was ich gerne spielen wollte. Also so gesehen entscheide ich mich immer für irgendwas. Ja, klar.
Obwohl, nein. Was weiß ich. Okay, wir essen die Libelle. Dazu müssen wir einen Fortitude Save schaffen. Aber wir haben ein plus 9, also müssen wir nur einen 9er würfeln. Obwohl, vorhin ist das auch schon weh. Ja. I heard a wet crunch and I winced before I could look. I turned around, hearing a faint cry. Mufasa had turned white and started to collapse. Hm, das war gut. We barely had time to catch her. After returning to life in a few hours, she told us amazing things. It turns out that Boggart's priests ate blue dragonflies to fall into hypnotic trances where they could hear the will of the goddess. The demon lord Gogunta, the creator all of Boggart kind, in her dream, Mufasa saw ancient times. How the Boggarts built their settlements, how they raided the neighbors and enslaved their children, how they held bloody rituals to honor bloated amphibian monsters, the roar of their laughter throughout the dark centuries, and she saw a priest bury a stash of plundered jewelry in his hut rather than offering it to his cruel goddess. In return, the wrathful Gogunta set a horrible plague upon his tribe, and that priest would be their last. Ah, deswegen sind sie alle tot. He turned around to leave the abominable swamp. The flesh-eating bush grew quiet and gave way. On the journey back, we were sure to look inside the priest's hut and dig out the treasure that had once wiped out this entire tribe. Hey, nicht schlecht. Und 177 XP haben wir auch noch dafür gekriegt, dass wir die Libelle gefressen haben. Warte mal, das ist noch immer. Das bleibt so, scheinbar. So, da haben wir auch noch so ein kleines Ding. Fast 6 Stunden dauert es bis darauf. Wir gleich weiter bis zum Oleg gehen, weil sie ist schon müde. Hey, wir sind sickened. Gehen wir zu Oleg und machen wir Schluss für heute. Ich habe die Libelle gegessen, ja. So. Von den YouTube-Menschen verabschiede ich mich jetzt gleich mal, weil viel werden wir hier nicht machen. Obwohl, nein, bleibt noch da. Wir holen uns jetzt noch die Belohnung von dem... ja, ja, ich weiß, du bist müde. Bist du dreckig oder warum schaust du so komisch gepunktet aus? Hey, da ist ja eine Tür. Huch! Guardian of the Bloom. Ach, die schon wieder. Die ist keine gute, aber das habe ich glaube ich hier schon gesagt. Greetings, the nymph's tender voice comes to you softly. Ja, ja, jetzt haben wir schon ein bisschen sehr viel Text gehabt. In this dark hour I had not even dreamed of encountering someone in these lands who could stand against one who blights me. But you appeared and you brought hope along with you. With the strength of the fog fading, I'm able to show you the way to the Staglaw's fortress. Ah, sehr schön, endlich. Wir mussten nur den Tatucci umbringen dafür. Please go there, slay our enemy before he can strike another blow. Will you help me in the battle? Gute Frage. I cannot. Ja, klar. My power is barely enough to make a slight... tear through the veil of fog. Keeping the way open to you is all I can do to help. What happens after I defeat the Stag Lord? Will I ever see you again? And you would you like to see me again? Then yes, of course. I'll come to you once the tormentor is gone for good. I really hope to have a chance to show you the true beauty of these lands. The meadows, the flowers. I'll set off to the Staglaw's fortress as soon as I'm ready. You're still following me? I don't trust you. Okay.
Should you lose my heart, we'll stop with yours. But should you win, the sun shall rise once more over these lands. In its rays, in the ring, bla 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 bla. 72 Experience und ein Nymphsgift. Finde ich gut. Das heißt, das nächste Mal werden wir den Staglord angreifen. So, Oleg, schau mal, ich habe einen Haufen Zeug zu verkaufen. Nein, das machen wir, nachdem wir mit den YouTube-Leuten fertig sind. Zuerst gehen wir zu dem Castle-Typen. Kasten Garrus, so, nicht Castle. Kasten, I failed to capture Tatuccio alive. He attacked me and was killed. Well, this is not the best outcome, but I think it will be good enough for Jermondo. Take this as a reward for your help. Yay, 1000 Goldstücke. And let them consider how they might return the favor. Das will ich doch hoffen, dass sie den Favor returnen. Once again, I thank you for your help. I'll remain here until my men recover from their wounds. Meanwhile, we'll help guard the trading post and fight off any bandits should they return. Good luck in all your plans and endeavors. Ja, ja. I'll see you later. Farewell. Gut, dass er gleich weggeht. Und er bleibt da und trinkt weiter sein Bier aus. Okay. Na gut, YouTube-Menschen, ich verlasse euch jetzt wieder. Das war die dritte Aufnahme von heute. Ich hoffe, ihr folgt mir weiterhin. Bis dann.